Jo, Freunde, Telox hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal mit euch über das Pokémon Lauchzimmer reden, welches ja vor kurzem vorgestellt wurde. Was wissen wir denn alles über dieses Pokémon bisher? Und gab es früher ein anderes Design, was vielleicht verworfen wurde? Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. Okay Leute, das hat sich jetzt echt ein bisschen komisch angehört. Auf jeden Fall Intro ab. So, Lauchzolot ist, wie ihr wisst, die Weiterentwicklung von Purenta und nicht die Galar-Form, das leider viele, viele verwechseln. Das heißt, dass dieses Pokémon sich nur in der Galar-Region entwickeln kann. Das Lustige hierbei ist, dass Purenta schon in der zweiten Generation eine Weiterentwicklung bekommen hätte müssen, diese aber zum Glück verworfen wurde, denn schaut euch sie an, Leute, sie sieht zwar nicht schlecht aus, dennoch kommt sie nicht an das Design von Lauchzolot ran. Dennoch gibt es aber auch ein paar komische Sachen, nämlich den Typen, den Purenta damals hatte. Ja? Also Purenta hat ja damals den Flug-Normaltypen gehabt. Mit der Weiterentwicklung zu Lauchzolot bekommt es nur noch den Kampftypen. Ja, ich verstehe nicht so ganz, wieso es nicht den Flugtypen behalten hat. Es kann natürlich sein, weil dieses Pokémon jetzt 117 Kilogramm wiegt. Allerdings glaube ich eher, dass ja sein Art Schwert und sein Art Schild so viel wiegen und es deswegen einfach nicht mehr fliegen kann und es deswegen einfach den Flugtypen verloren hat und es einfach nur noch diesen Kampftypen hat. Habt ihr eigentlich schon mal Digimon geschaut? Wenn ja, könnt ihr euch noch an ein bestimmtes Pokémon erinnern, nämlich an Galantmon. Da frage ich mich, ob sich Pokémon von Digimon ein bisschen inspirieren lassen hat, denn als ich ja Lauchzimmer das erste Mal gesehen habe, kam mir direkt Galantmon in den Kopf, weil ich Digimon einfach früher absolut gefeiert habe und ich finde, dass beide Pokémon sich schon ziemlich, ziemlich ähnlich sehen. Lauchzolot kann man außerdem nur in Pokémon Schwert bekommen und hat eine eigene Signature-Attacke bekommen, die sich Sternensturm nennt, welche aber bis dato noch eher unbekannt ist, heißt, wir wissen lediglich, wie sie heißt, aber leider nicht, wie stark sie ist und was, ja, das Besondere an dieser Attacke ist. Für mich hat dieses Pokémon wirklich ein sehr, sehr gelungenes Design und ist bis jetzt von allen Pokémon, die vorgestellt wurden, mein persönlicher Favorit, ja, auch sogar vor Kramor. Kramor habe ich damals richtig gefeiert und, ja, jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr Lauchzolot? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, falls noch nicht Abonnent dieses Kanals, um kein Video mehr zu verpassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Denn, Leute, ich habe mir vorgenommen, jetzt mehr Gen 8 Videos hochzuladen, beziehungsweise neue Infos euch, ja, mitzuteilen, wenn neue Infos zur 8. Generation rausgekommen ist. Damit bin ich raus, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.